Ich würde dich gerne mit einer Sache vertraut machen. Aha. Ich habe euch eine Bildschirmübertragung angemacht. Woran merke ich jetzt, dass der Elefant im Kühlschrank war? Ja. In der Butter. Ist das der Pumuckl? Und Der zwar sieht. der Pumuckl, er kam natürlich auch für verschiedene Regionen raus. Ursprünglich war er natürlich, ich habe ein Video über Pumuckl gemacht, deswegen bin ich Ja. doch in der Materie drin. Er ist natürlich ein bayerischer Kobold, auch beziehungsweise er ist aus dem hohen Norden. Er fühlt sich Aber jetzt. er ist natürlich in München gestrandet bei Meister Eder. Und Pumuckl kam in den, was kam raus, 1962, da steht es 1962, ja, in den Was, 60ern. wirklich? Pumuckl ist aus dem Norden? Wegen Kennt den Klabauter oder er wie? ist ein Klabauter, ja. Nein, er ist ein Kobold. Das ist was anderes. Ich glaube, er ist ein Klabauter, oder? Nein, nein. Er Klabauter ist kennt was den anderes. Klabauter in Ja, aber er ist irgendeinem auf jeden Fall aus dem Norden. Es gibt auch Kontext, eine aber. Folge, wo er dann Ah, auch, okay. er kann zum Beispiel auch ziemlich gut das Wetter aufspüren, wenn sich's verändert. Man, zum Beispiel, Meister Eder war mit seinem Neffen in den Bergen. Und dann hat Pumuckl gesagt: Oh nein, ich spüre, dass ein Sturm aufkommt. Und sowas. Das war sein Instinkt. Und Meister Eder hat sofort geglaubt. Er hat für keine Sekunde daran gezweifelt, denn Pumuckl ist aus dem Norden. Er Oh, ist ich ein mag Seemann. Depression. Yeah. Ich mag, wie du Pumuckl Auf jeden Fall. nachgesprochen hast. Gibt es von. Auf jeden Fall gibt es von Pumuckl. Sie sagt sich dann, ja, okay, es wird bayerisch wahrscheinlich schwierig, wir machen verschiedene Versionen. Und ich würde sagen, wir hören uns der Pumuckl in verschiedenen Sprachen an. Wir beginnen mit meinem Favorit, das ist der Oh Gott. Fitzibitz. Der wurde für den WDR produziert. Ist das dann von einem anderen Sprecher? Ja. Oh nein. Und WDR, welche generell ist es. Region? Der originale Pumuckl ist so ikonisch. Seid ihr Das ist bereit der. für Meister Eder aus dem Pott? Das ist Das der war übrigens Kölsche, ein sehr ja? gutes Video, Moggy. Ich hab's im Stream angeschaut. Danke schön. Immer dieser Fitzi-Witz. Hier kommt Immer und dieser shit. Fitzi-Witz. Hä, ist das nicht eine andere Melodie, nur einfach Ja, das ist ein anderes veränderter Lied, Text? aber ich skipp mal rein. Ah, da Nein, ich meine, drüben das ist auch doch eine, die einer. man Ja, schon das ist kennt. eine Das Bekannte. Wissen möchte ich bloß, wo das Schloss geblieben ist. Ach, Meister Eder ist auch Da jemand glänzt anders. was in den Obelspänen. Kann es passend sein? Tatsächlich. Ja, War das jetzt wie der kommt Fitzibitz? das nur Das ist dahin? ja Meister Eder. Au! Was haben Sie Okay, ist denn das wohl eine Frau oder wer ist. Da ist Schwester? auch eine Sie Frau muss mit gerade meinem da. Bein irgendwo angestoßen sein. Da. Schon läuft eine Masche. Ach, so was Oh, Hm. tut mir aber leid. Ja, man muss vorsichtig sein mit so feinen Stümpfen in der Werkstatt. Sie können ja nichts Oh. dafür, Herr Das gibt mir ganz komische Vibes. So bist du Ich da skipp mal. reingegangen jetzt. Oh Den Gott. Teil skippe ich Halt normalerweise. habe ich wirklich nur linke Hände. Ui, 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 ui. Jetzt biebe da drüben, bei meiner Hobelbank. Na, warte nur, Mäuschen. Na, warten's Ich ab. hab schon einen Dich Klotz kriege in ich der noch. Hand. Ui, 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 Die dumme Sau Oh, hat Facebook. da hat sich was an meinem Leimtopf bewegt. Jetzt kann ich Bewegt. stehen. Was war das dann? Snape? Das hat sich ja wie eine Stimme Der angehört. kleine Hunger? Ist da jemand? Hallo. Jetzt hören wir den Fitzibitz. Das ist auf jeden Fall der neue Sub-Sound von Kann das jetzt Mogi. Was war falsch? das denn? Was Rotes an dem Leimtopf? Ui, 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 Oh Es je, oh riecht je. dich ja. Die ganze Zeit ist gleich. Alles halt still, du. Du fängst an zu spinnen. Unsinn. Niemand spinnt. Der redet wie Mach ruhig. Jean Pütz, oder? Ich sitze am Leimtopf fest. Pfui. Ruhig, Aujus, ruhig. Richte dich nicht auf, denk an dein Herz. Oh, Ja. vielleicht. Hey, das ist viel schlechter auch Zwick, nur ein umgesetzt. bisschen. Fitzi, Die erste Folge von Pumuckl ist echt ganz gut, glaube ich. Sehr geschickt. So genau habe ich den gehört, Nein, aber das ist dieser so. Das Hüpf. ist nicht so gut wie das Original, glaube ich. Nee, überhaupt nicht. 10 Das Zentimeter dauert großen viel zu lange, bis sie Hüpfchen-Flo. reden. Ist das komisch. Hör auf zu lachen. Ich versteck dir sonst wieder die Pfeile. Auf Er redet niemand. übrigens die ganze Zeit so ganz komisch aus irgendwelchen Gründen. Und Als er zittert wäre irgendwie auch. so, als würde er sich, als würde er frieren oder so. Ja. Wiedersehen. Lass mir ja die Pfeile liegen. Nein. Du? Also, ja, die Pfeile Sag mal, liegen. warst du das vielleicht, der mir bisher immer alles versteckt hat? Witzibitz neckt. Witzibitz versteckt. Eder entdeckt. Und das Keiner was schmeckt. Merkt, heißt das. Weiß ich schon. Aber es reimt sich ja nicht. Ich habe es aber doch gemerkt. Auf jeden Fall, das ist der Kommst du rheinische fast, dass Pumuckl. der. Kommst du fast, dass der nicht so erfolgreich wurde? Ich meine, er wurde erfolgreich. Ich fand den Eder doch. Witzibitz? Ich fand ihn recht witzig.
Der Eder ist gut, der Pumuckl ist noch ein bisschen, der Fitzibitz ist ein bisschen komisch. Es gibt auch, es gibt ja auch eine gewisse Lore in den Kommentaren, die sich dort widerspiegelt. Es sind nicht so viele Kommentare. Also vielleicht ist es, weil ich es gewohnt bin, aber ich finde, das klang so unfassbar, viel unprofessioneller als die andere Version, die richtige sozusagen. Ich weiß nicht, wie damals aus dem Hörspiel der Meister Eder klang, muss ich sagen. Das war natürlich nicht Gustl Beyerhammer, aber Hans Clarin als Pumuckl ist natürlich ziemlich stark. Kann man nichts gegen sagen. Ja. Auf jeden Fall in den Kommentaren. Es sind nicht zu viele, weil es nicht zu viele Views hat, aber ich habe ein bisschen durchgescrollt, weil ich schauen wollte, was Leute dazu sagen. Die meisten sind natürlich, denken sich, oh ja, das ist komisch. Und einer war dann, ein Kommentar, den ich gesehen habe, war von jemandem, hat so geschrieben, also ich möchte mich entschuldigen für mein Verhalten von damals. Heutzutage weiß ich, wisst ihr was, ich suche es einfach schnell. Du hattest in deinem Video, glaube ich, nichts dazu gesagt, aber war es nicht so, dass der Sprecher vom Pumuckl sich seine Stimme total kaputt gemacht hat durch den Pumuckl? Und irgendwie später... Also er hat den Pumuckl bis zum Ende hin gesprochen, deswegen keine Ahnung. Vielleicht war das auch wieder nur so ein Gerücht. So eine typische Sache, die man sich so erzählt. Ich habe nichts davon gelesen. Ich dachte irgendwie, der hätte so eine total heisere, raue Stimme bekommen irgendwann. Aber... Oh nein, ich finde das, was ich meine. Wäre an sich auch seltsam, weil man kann ja so Sprachübungen... Oh doch, ich hab's. Wo Sprecher ist. Pass auf. Ja. Möchte mich korrigieren. Als ich vor 9 Jahren... Moment, wir können auch einfach... ich kann es einfach noch schnell einblenden wieder. Möchte mich korrigieren. Als ich das vor 9 Jahren geschrieben habe, dass es mir Angst macht, war ich noch nicht so offen für Andersartiges wie heute. Ich finde es unglaublich respektlos, wie hier über dieses Hörspiel geredet wird. Das sind wunderbare Kindheitserinnerungen für manche Leute, die damals kleine Kinder waren. Mit welchem Recht macht ihr denen das jetzt schlecht? Ihr findet den Fitzibitz toll. Also ich finde den Fitzibitz toll, auch wenn er anders ist als der Pumuckl. Finde ich es wunderbar, dass es Leute gibt, die damit aufgewachsen sind und die gleichen tollen Pumuckl-Geschichten kennen wie ich. Du sagst es, Green! Und dann dachte ich mir, warte, was ist, wie er will sich für vor 9 Jahren korrigieren? Ja, das wusste er. Vor 11 Jahren, davor habe ich Angst. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, er ist aufs Video gegangen, war entrüstet über die Leute, wollte dann was schreiben und hat gesehen, oh, ich war hier schon mal. Ich liebe diese Charakterentwicklung. Er kam 9 Jahre später zurück. Es ist fantastisch. Was ein Character-Arc. Aber den Pumuckl gab es natürlich auch in verschiedenen anderen Sprachen. Zum Beispiel, gibt es einen Schweizer Kobold. Der Meister Eden und den Pumuckl. Ich finde aber, ich kann mich auch über den Fitzibitz lustig machen, ohne es denen zu versauen, die das mögen. Das ist doch in Ordnung. Ihr dürft diese Erinnerung ja auch haben, selbst wenn ich es witzig finde. Achso, ja, die Argumentation war Schwachsinn, natürlich. Ja. Nein, die war jetzt schon. Möchte ich, er hat ja recht, das ist ja aber eine schöne. Eder hören. Fitzibitz ist ja eine schöne Sache. Ja, aber ich verstehe. Nein. Aber man darf. Ich meine, vielleicht war es komisch ausgedrückt, halt dieses ganze. Ja, nur weil es Leute mögen, dass du darfst nicht Schlechtes darüber sagen. Ja, eben, ja. Ist halt Schwachsinn. Auf jeden Fall. Ich den ja nicht ab. Schweizer Meister Eder. Die Anlage. Blödsinn! Ein Kobold verbricht nie! Was bist du, ein Kobold? Natürlich, das sieht man doch! Und jetzt hilf mir endlich, dass ich von dem klapperigen, grusigen Kübel wegkomme! Langsam! Was? Ich bin ein Schweizer. Ja, es ist schwer zu verstehen. Also, ich weiß wirklich nicht, ob ich wach bin oder träume. Ich kann dich ja klüten. Oh, aber ich meine den Schweizer Pumuckl, glaube ich, nicht so sehr. Der ist aber auf jeden Fall nah am Original. Der ist da dran, oder? Ja. Er ist okay. Aber ja. Aber redet der nur rein so Schweizer oder redet Meister Eder wie jemand, der aus Bayern ist und in der Schweiz dann. Nein, das ist Schweiz. Also, sie haben eine spezielle Version dafür gemacht, deswegen reden die alle so. Können wir drüber reden, wie badass der hier gerade aussieht? Das könnte sein Album sein oder so ein Film. Einfach sein Rap-Album. Einfach There Will Be Blood. Dann haben wir noch den spanischen Pumuckl. Oh. Es gibt viele verschiedene Sprachen. Ich habe ein paar rausgesucht, wo wir mal reinhören. Den spanischen finde ich übrigens sehr faszinierend, weil man sieht auch, dass die Serie an sich übersetzt wurde. Das heißt, man sieht dann Meister Eder diesen urigen bayerischen Typen herumstehen und er redet Spanisch und das finde ich fantastisch. Das Intro ist dabei, wenn ich diese Skyline da schon sehe, das Intro haben sie nicht geändert. Ich liebe Pumuckl. Das war, denke ich, nicht so leicht zu animieren damals.
Ich liebe Pumuckl. Oh. Ist mir auch spät aufgefallen, es ist mir später aufgefallen, wie einflussreich Pumuckl für mich war. Pumuckl. Ja, das machen die aber gut. Für das passt. Ja, auf jeden Fall. Pumuckl jetzt nicht, aber... Pumuki, voy a decirte algo. Das fühle ich. Con un duende como tú. Y además no quiero que nadie vuelva a reírse de mí. Es nur sehr bizarr, Meister Eder auf Spanisch zu sehen. Ja, und dann aber für Fully. Ich finde es gar nicht so unpassend. Für Fully haben wir dann noch Pumukili Kalanjai, der ungarische Pumuckl. Oh Junge. Haben wir ein Intro? Auch Richard. Oh, ja. Pumuckl wurde in Ungarn animiert tatsächlich. Deswegen haben sie ein vernünftiges Intro, das auch übersetzt wurde. Das wollte ich nämlich wissen, ob das auch outsourced war. Weil ich weiß so, Pumuckl hat mich sehr früh, und das habe ich spät erst gemerkt, dazu bewegt, Animationen auch so zu selber machen zu wollen und so. Pumuckl war so schön gemacht, auch wenn ich habe mir vor ein paar Wochen dann Folgen angeschaut. Ich habe so diese Effekte gesehen, wo Pumuckl im Schnee unterwegs war. So, ich saß da und ich dachte mir, oh, was haben sie wohl gemacht? Haben sie irgendwelche... Ja. Gegenstände an Seilen unter dem Schnee befestigen, dass du so ein bisschen immer rangezogen und so. Ich war sehr fasziniert davon. Ich fand es gerade schon beeindruckend, wie er den Humpen gehoben hat und getrunken hat. Ja, genau. Ja. Das hat er alles mit Fäden und so gemacht. Und hab als Kind dann irgendwann auch mal so gesagt bekommen, oder ich glaube, sie hatten ein Making-of oder so, und da wurde das gezeigt, wie sie dann später das da drüber zeichnen und so. Ich dachte mir so, oh, das ist alles selbst gemacht, ich will das auch machen. Ja, das wurde in Ungarn gemacht. Movie-Magic zu machen, ganz früh. Wurde ich davon inspiriert. Hallo. 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 Ahoi. Nem, ez tényleg kerti törpe, csak Reini kéne éjszakára behozza a házba, nehogy valaki ellopja. De der helle Bade! Oh, shit! Helle Bade. Was? Warum klingt er so alt? Ja, Pumuckl, ungarischer Pumuckl finde ich auch nicht so. Ja. Aber Meister Eder finde ich immer ganz gut. Ja, der ist gut. Aber Pumuckl klingt wie ein 40-Jähriger. Wollen wir mal, wenn Meister Eder Pumuckl auf einer anderen Sprache sagt, klingt es trotzdem so vertraut. Ja. Jetzt erstmal ein kühles Blondes. Oh, schenk dir Pumuckl auch was ein. Ja, das sind so kreative oder so niedliche Szenen. Die nehmen sich immer richtig Zeit in dieser... Ja, yeah. Pumuckl ist generell eine Kinderserie aus der Perspektive von dem alten Mann. Ja. Ich fand auch super viele Stellen mit dem Wochenende bei den Großeltern so perfekt halt. Ja, ja. Es gibt auch so viele Stellen, wo Meister Eder auch sichtlich genervt von Pumuckl ist, wo er sagt, Pumuckl, jetzt hör auf! Ja, ja, okay. Und wo er dann nicht wirklich zuhört, dann sitzt er da, macht sein Ding und sagt so, ja, ja, ganz toll und sowas. Und ich dachte, ja, das ist halt so, so sind halt wirklich ältere Leute. Ja. Ist nicht wie in anderen Kinderserien, wo sie immer sagen, oh ja, ich bin so interessiert daran. Er ist so beiläufig so, ja, ja. Herrschaftszeit! Pumuckl ist gerade hinter einen Gegenstand gelaufen, was ich auch ganz interessant finde. Stimmt. Nur reiß dich mal zusammen! Ich will auch sehen, dass er das Bier aufhebt. Ich kenne die Szene mit diesem... Ja, das ist eine andere, wo das Brot gestorben ist. Vor allem, die haben so ein kleines Bierglas besorgt dafür extra. Die gibt's überall als kleine Souvenirs. Ja, das ist Wurst, ne, was du da isst. Nur Pumuckls Schatten fehlt eigentlich. Sonst alles anders gedacht. Was passiert da gerade? Keine Ahnung. Warum hat er so ein kleines Büchlein? Er auch mal lesen kann. Nee, Pumuckl kann gar nicht lesen. So viel ich mich, soweit ich mich erinnern kann. Moment. Ich dachte aber auch gerade, die Nacht. Eine unheimliche Nacht. Oh. Warte. Das ist ziemlich gruselig. Da ist wohl jemand in der Werkstatt. Eine unheimliche Nacht.
Oh, wait, das ist tatsächlich... Das ist ein echtes Buch, oder was? Natürlich ist das... Ich meine, warum nicht? Ja, ich habe das nicht hinterfragt. Ein Koboldbuch. Am Ende von einer Folge haben sie auch den... da hat Pumuckl seine Hose verloren an dem Obstbaum und dann ist er nur mit dem Blatt bedeckt zurückgekommen und meist sieht er auch den, oh Gott, Inni Mini Teeny Weeny irgendwas Strandbikini. Ja, Honolulu Strandbikini, das Lied hat er am Ende gesungen. Das war eine lustige. Ich hab keine Ahnung, wie ich damals Pumuckl fand. Honolulu Strandbikini, er war so schön und er war so modern. Er ist ziemlich modern heutzutage.